Herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer weiteren wunderschönen Episode hier bei Let's Play. Mit ein paar Dehnungen hier von unserem guten Prinzen. Prince of Persia, Sands of Time, Freunde. Was war das für eine letzte Episode, Alter? Das war richtig krass. Ja, und hier natürlich, hier persönlich am Start. Falls ihr den Kanal nicht abonniert habt, dann unbedingt abonnieren, denn das hilft ungemein. Es ist nur ein Klick, nichts weiter. Und wir müssen wohl die Tafel hier aktivieren. Pfarrer wartet auf uns. Sie geht hoch, alles klar. Sie verhält sich merkwürdig, muss ich sagen. Ziemlich. Hier war ein krasser Fight, Freunde. Wer die letzte Episode nicht geguckt hat, unbedingt anschauen. Krank. Und das kann ich aufsaugen, anscheinend. Mega krass. So, wir müssen wohl hier geradeaus, oder? Ah, guck mal hier. Richtig krass. Nix da. Das Heftige ist, sie hilft uns auch noch. Wie viele sind hier überhaupt? Anscheinend sehr, sehr viele. Ziemlich viele, um genau zu sein. Hammerhart, wirklich. Krank. Alter, wir müssen... Ey, wir gehen jetzt ernsthaft hier hin. Wow. Es ist soweit, Leute. Von da sind wir gekommen. Noch weiter, liebe Freunde. Endlich sind wir hier. Es hat lange gedauert und ich freue mich. Kranke Atmosphäre auf jeden Fall. Das können wir aufnehmen. Alter, ohne Scheiß, das Game hat so eine geile Atmosphäre. Leute, sagt mir, was ihr wollt, wirklich. Das ist der Ultra-Kracher überhaupt. Wir müssen höllisch aufpassen. Also nicht da lang, hier aber lang, würde ich sagen. Ah, neues Leben. Kommt doch mit, bitte. Sie will nicht mit, alles klar. Muss sie ja auch nicht, ne? Muss sie ja auch nicht. Ach, das wird schön. Sie will nicht mitkommen. Warum auch immer. Guckt euch das mal an, Leute. Ich zeige euch das. Das habe ich noch nie gemacht. Ich mache das mal jetzt eben. So sieht das aus. Krass, oder? Der sieht krank aus. Hammer. Ehrlich, Hammer. Was ist das für ein Ort? Das wurde noch nie so wirklich erklärt. Das ist einfach so ein magischer Ort. Und du trinkst von einem Brunnen oder so und kriegst mehr Leben. Ich wünsche, das wäre im echten Leben auch so. Pfarrer, wie lange war ich fort? Fort? Wovon sprecht ihr überhaupt? Nicht so wichtig. Wie lange war ich fort? Gute Frage, nächste Frage. Gebt acht! Worauf? Nicht alles ist eine Falle, wisst ihr? Wetten, hier sind Feinde. Wetten, hier sind Gegner. Ich habe das dumpfe Gefühl, hier sind Gegner, ohne Witz jetzt. Oha, der bewegt sich von alleine. Es geht bis nach oben? Okay, krass. Das ist echt... Was? Wisst ihr nicht, alles ist eine Falle. Geht's nach oben? Warum steckt ihr euer Schwert weg? Weil hier keine Feinde auftauchen. Wartet mal, Leute, was ist denn hier los? Hey, wartet mal. Wie weit geht das hier nach oben? Hey, ist das ein Bug oder so? Hey, wartet mal, Leute, hier stimmt was nicht. Ich drück mal kurz auf meinen Sand. Und los geht's. Wow, das sind richtig viele.
Das sind ja richtig viele. Krank. Da sind richtig viele Leute. Junge. Nein, 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 nein. Du darfst niemanden angreifen. Und du auch nicht. Nein. Krass, ist ja auch ne Scheiß jetzt. Die Frau steht im Weg. Ich habe die Frau gerade angegriffen, ohne Witz jetzt. Warte mal, wir warten kurz, bis sie sich auflädt. Weil sobald ich den Dolch drücke, Leute, haben wir ein Problem. Was ist das? Warum steckt ihr euer Schwert weg? Hier sind keine Gegner. Das läuft immer noch. Alter, wie, dieser Turm ist echt strange. Muss ich einfach mal sagen, hier an der Stelle, die ist richtig strange. Egal, weiter. Okay. Dieser Turm ist echt strange. Junge. Das ist richtig krank. Nein. Wie viele sind hier noch? Nein. Nein. Ey, ohne Scheiß, das sind mega viele. Das sind ja gar kein Ende. Das sind einfach kein Ende, Leute. Was ist das? Nein. 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 Ich komme nicht rund. Alter. Nein, 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 sie darf nicht. Das sind super viele. Ich weiß nicht, wie viele sind das? Ich schwöre, ich... Oha, das war's, oder? Boah, krass. Ey, das waren richtig viele jetzt, ohne Scheiße jetzt. Das waren so viele, ne? Das ist krank. Einfach krank. Krank, Leute, krank. Aber richtig krank. Zu viele, das war ultra krank jetzt, ohne Scheiß. Meine Güte, ey. Ey, so langsam müssen wir ankommen, würde ich sagen. Oder? Ich hoffe es. Ich hoffe es gerade wirklich. Es hat aufgehört. Das ist zu einfach. Was müssen wir machen? Jetzt mal ehrlich, was müssen wir machen? Das würde mich mal hier echt an der Stelle interessieren. Der Hebel? Okay. Machen wir. Der Hebel.
Der Hebel. Okay, los. Das ist zu einfach, um wahr zu sein, ist das viel zu einfach. Aber wir müssen eigentlich tanken. Wirklich mal. Die Sandu ist nicht weit. Ich fühle es. Fühlen? Wie? Ich kann es nicht erklären. Weil wir die Zeit... Oh! Das ist doch sofort hier irgendwo, oder? Was? Holy shit. Kann man hier irgendwo was trinken? Alter, hier ist alles voll mit Gold. Wow, krass. Hier waren wir noch gar nicht, Leute. Wie krank ist das denn bitte? Wartet mal, Leute. Erstmal speichern. Oder? Kann man hier irgendwas trinken? Warte mal, wir speichern erstmal. Das hat keinen Sinn sonst. Wir müssen speichern. Was war denn das jetzt? Ja, erstmal speichern natürlich. Gut, beim nächsten Mal fangen wir hier an. Was für ein Ort, ehrlich. Das sieht richtig krank aus. Wir müssen jetzt auch reden mit dir, die muss doch was sagen. Oder? Es ist niemand hier. Ey, Leute. Das ist... Hinauf auf die Sanduhr. Das ist mega emotional gerade. Wow, ist das krass. Guckt euch mal an, wie heftig das aussieht. Das sieht unnormal krank aus, Leute. Oder? Heftig, ey. Boah, Freunde. Irgendwie ist das Spiel irgendwie gerade abgestürzt. Deswegen dicke Sorry hier. Also, das war jetzt überhaupt nicht mit Absicht oder so. Okay, Leute. Wir wollen jetzt auf jeden Fall die Sanduhr irgendwie befreien. Den Sand freisetzen. Wo lang müssen wir überhaupt? Boah, Alter, das sieht so krass aus hier. Ohne Scheiß. Wo ist der Visier? Das wirkt so... verlassen hier, Freunde. Passt auf. Ja, chill. Chill mal, Mädchen. Schnell. Es wirkt so verlassen. Ah, guck mal hier. Und los, Leute. Ihr habt es geschafft. Nehmt den Dolch und steckt ihn in die Mitte der Kuppel. Meines Vaters Armee plünderte euren Palast und nahm euch als Sklavin. Was? Ihr habt allen Grund, mich zu hassen. Wovon sprecht ihr überhaupt? Und nun soll ich euch vertrauen? Macht schon! Es ist keine Zeit! Marut, Yamarut. Vali. Vali! Gebt mir den Dolch. Ich stellte mich dem Feind. Ich sah in seine Augen. Und ich verlor. Alles. Ein Grab. Ihr wart da. Den Dolch in der Hand. Warum habt ihr gezögert? Ihr haltet euch für den Besten der Besten. Aber ihr seid genau wie die anderen. Verfluchte Soldaten. Alles, was sie können, ist kämpfen und zerstören. Warum habe ich euch vertraut? Warum habt ihr mir nicht vertraut? Au! Verzeiht. Wo seid ihr? Ich bin hier. Haltet meine Hand. Geht nicht. Was ich sagte, war falsch. Nein, ihr hattet recht. Alles Geschehene war mein Werk. Ich wollte Ehre und Ruhm. Ich brachte Verderben.
Ihr seid tapfer und ehrenhaft. Wenn dies unser Grab sein soll, wird der Dolch mit uns beerdigt. Und wir sind beisammen. Was ist los? Nichts. Ihr zittert. Ich mag keine engen Räume. Irgendwo muss ein Weg nach draußen sein. Als Kind lehrte mich meine Mutter ein geheimes Wort. Sie sagte, wenn ich Angst hätte, müsse ich nur dieses Wort aussprechen und eine magische Tür tue sich auf. Ich habe niemandem davon erzählt. Kein Wunder, ich habe nie was Lächerlicheres gehört. Wie lautet das Wort? Kakolukiam. Kakolukiam. Ihr wart das. Nicht wahr? Pfarrer? Ho! Was zum Teufel? Was ist denn jetzt los? Komisch wieder, ey, wo sind wir? Oh, krass. Pfarrer? Was zum Teufel? Wohin? Wohin, wohin, wohin? Alter, wie lange geht der Weg bitte? Der geht ja super lange. Der geht ja super lange, Leute. Was zum Teufel? Der geht mir hier viel zu lange, der Weg, liebe Freunde. Was? Ja, ich wollte schon sagen. Oh. Was ist hier? Wo seid ihr? Was ist wundervoll? Wo seid ihr? Hä? Wenn wir nur bleiben können. Ist das ein Labyrinth oder so? Warte mal, ich mal was trinken. Suche nach euch. Erstmal was trinken hier. Ich bin doch nicht. Warte mal, ist das ein Labyrinth, oder? Also der erste ging jetzt gar nicht. Aber den zweiten. Der zweite geht auch nicht. Dann machen wir jetzt den dritten. Jo, nice. Der dritte geht auch nicht. Also 1, 2, 3, 4. Wo seid ihr? 4. Pfarrer? Wenn wir nur bleiben können. Na gut. Okay, wartet mal, Leute. Das ist ein Labyrinth, ne? Ich glaube, ich muss jetzt den Weg finden. Hä? Wo seid ihr? Hier bin ich. Okay, das ist ein Labyrinth. Leute, ich mache das so. Ich werde jetzt mal gucken, wie ich das Labyrinth hier löse. Und dann melde ich mich wieder, weil ich habe einfach keine Lust, euch hier zu langweilen, Leute. Tut mir leid. Bis gleich. Okay, Freunde. Ich muss euch mal kurz was sagen. Das ist wirklich schwieriger, als ich dachte, muss ich sagen. Also, das ist echt nicht so einfach. Und ich habe immer ein bisschen Gedanken dazu gemacht. Tatsächlich habe ich jetzt hier bestimmt so eine Stunde lang den ganzen Tag versucht, habe es nicht hinbekommen. Und habe mir, ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht böse, mir tatsächlich ein paar Spieletipps angesehen. Und wir müssen tatsächlich als erstes hier links lang. 1, 2, 3, 4. Da müssen wir wieder zurück zur Anfangsposition und dann sozusagen eine Tür nach links. Also jetzt hier, 1. Pfarrer!
So, und dann geht's weiter. Ich sag's euch sofort, liebe Freunde. Das ist einfach mega nervig, ich sag's euch. Also jetzt hier dann sozusagen rechte Tür. Wo seid ihr? Genau, müsste sein. Eins, zwei, drei. Drei. So, und jetzt nochmal weiter. Ich sag's euch nochmal hier. So, das ist jetzt die Anfangstür, ne? Dann erste Tür rechts. Das ist sowas von nervig, Leute. Glaubt es mir. So, jetzt sind wir oben. Jetzt ganz wichtig. Jetzt müssen wir wieder nach, also zumindest nach rechts. Viermal. Eins, zwei, drei, vier. So, und jetzt nochmal wieder zurück zu Beginn. Oh, das ist so nervig, Leute. Guck mal, wie viele Türen wir gehen müssen. Ich meine, kein Wunder, dass ihr eine Stunde lang probiert habt. Das könnt ihr komplett vergessen. So. Pfarrer? Jetzt ist ganz wichtig. Könnt ihr mich hören? Links die erste Tür. Pfarrer? Und jetzt, liebe Freunde, die fünfte Tür links. Eins, zwei, drei, vier. Okay, Freunde. Pfarrer? Let's go. Die fünfte. War sie wirklich die magische Höhle? Wenn es ein Traum war, dann war es einer, den wir beide träumten. Es war kein Traum. Pfarrer. Oh nein! Wie krass. Leute, einfach zu krass, ohne Scheiß. Ich habe so lange gesucht und so lange probiert, ne? Ach du Schande, wie soll ich das denn hinkriegen? Hä? Ich brauche eine Waffe. Alter. Schnell durch. Ich brauche eine Waffe. Hä, ist hier eine Waffe? Oh mein Gott. Oh nein. Komm, nimm die Waffe. Hä? Was muss ich machen? Muss ich die Lichter bewegen? Tatsächlich, Leute. Okay, ich muss die Lichter bewegen anscheinend. Wartet mal, also ein Licht haben wir schon mal hier. Den können wir so zurückziehen. Den, also wir müssen auf jeden Fall das Licht hier nutzen, ne? Wartet mal, Leute, irgendwie, ich bin gerade komplett durcheinander gerade. Hä? Wartet mal, ich muss gerade mal ein bisschen gucken, ich komme hier ein bisschen durcheinander gerade. Warum ist das Licht überhaupt da? Warte mal, das Licht scheint hier. Das geht darauf. Was ist denn, wenn wir den hier machen? Ich glaube, ich habe eine Idee, Leute. Ja, ich glaube, ich hab's. Ja, okay. Und dann müssen wir den hier... Irgendwie ist bei mir die Logik raus, Leute. Irgendwie seit ein paar Tagen ist bei mir echt die Logik raus.
Hä, was zur Hölle? Also Fakt ist, der Stein hier, der kannst du komplett vergessen. Den müssen wir wahrscheinlich... Hä? Wenn hier das Licht hinkommt, das hier hinstrahlt... Der strahlt dann ganz normal dahin. Ja, ich habe eine Idee, Leute. Ich habe eine sehr gute Idee sogar. Wir machen den hier. Der kommt auf jeden Fall hier hin. Ich kann es mir nicht anders vorstellen, tatsächlich. Der dann so. Der soll das ja irgendwie weiterleiten. Ich glaube, so ist das schon richtig. Oder gut, sag ich mal. So, wartet mal ganz kurz. So, Licht einmal bitte. Zack. So. Das Licht wird hier weitergeleitet, oder? Nee, noch nicht. Okay. Da machen wir das anders. Licht. Licht. Ja. So, und das Licht wird ja hier weitergeleitet und damit kann man das dann freischalten. Ja. Geht doch. Okay, Freunde, und diese Waffe hier, ja, das ist ein neues Schwert, das wird richtig krass. Das erleben wir alles in der nächsten Episode. Haut rein, euer Melek. Ciao, 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 ciao.